Bei Paris Saint-Germain soll es in der neuen Saison endlich soweit sein. Der französische Topclub will sich den Titel in der Champions League holen. Coach Maurizio Pochettino musste seinen Hut nehmen. Mit Christophe Galtier steht jetzt ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der 55-Jährige hatte den OSC Lille im Dezember 2017 auf Platz 18 übernommen. In der Saison 2020-21 hat er den Club dann zum Meistertitel in der Ligue 1 geführt. Jetzt soll er das Star-Ensemble von PSG in den Griff bekommen und die Titelsammlung erweitern. Die PSG-Bosse hoffen, dass Galtier die richtige Mischung aus Spielfreude und harter Arbeit findet. Mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé an der Spitze legt der Hauptstadtclub derzeit in der Vorbereitung den Grundstein fürs Triple. Kick 11 stellt euch die neue Top-Elf von PSG vor. Gianluigi Donnarumma möchte in seiner zweiten Saison bei PSG die extrem hohen Erwartungen erfüllen. Der Welttorhüter von 2021 hat nach seinem Wechsel vom AC Mailand Schwierigkeiten gehabt, sich durchzusetzen. Ein ums andere Mal hat Donnarumma in der letzten Saison daneben gegriffen und gepatzt. Jetzt soll die zweite Saison für den 23-Jährigen besser laufen. Immer wieder hat sich Donnarumma mit Keylor Navas abgewechselt. Der Costa Ricaner hat mit 26 Pflichtspielen 2 mehr als sein Kollege absolviert. Die Stimmung zwischen den beiden Keepern war nicht immer die beste. Keiner der beiden hat sich mit seiner Rolle zufrieden gegeben. In der neuen Saison muss sich Navas nun zunächst einmal hinter dem Italiener anstellen. Sergio Ramos hat Wut im Bauch. Der unfassbar ehrgeizige Spanier ist in der letzten Saison von Real Madrid nach Paris gewechselt. In der Stadt der Liebe hat Ramos aber kaum gespielt. Ständige Verletzungssorgen haben den 35-Jährigen davon abgehalten, die Abwehr zu stabilisieren. Ein Mentalitätsmonster wie Ramos hätten die Pariser unbedingt gebraucht. Vor allem in der Champions League gegen Ramos Ex-Club Real. Gegen die Königlichen ist Paris im Achtelfinale ausgeschieden. Wieder einmal wurde es nichts mit dem lang ersehnten Titel in der Königsklasse. Nun soll der Nationalspieler das Team anführen und zusammenhalten. Wenn Ramos mal ausfallen sollte, steht mit Thilo Kehrer ein solider Ersatz zur Verfügung. Der deutsche Nationalspieler geht jetzt schon in seine 5. Saison bei PSG. So richtig gefragt war Kehrer aber nie. Meistens hat der 25-Jährige auf der Ersatzbank gesessen. Das wird sich auch in der neuen Saison nicht ändern. Dafür ist Kehrers Konkurrenz einfach zu stark. Die zentrale Position in der Dreierkette wird Marquinhos einnehmen. Der Brasilianer ist mittlerweile ein Pariser Urgestein und hat die Binde von Thiago Silva in der letzten Saison übernommen. Der Nationalspieler ist schnell, hat eine gute Übersicht und verfügt über ein gutes Stellungsspiel. In den großen Spielen hat Marquinhos aber einige Male keine gute Figur abgegeben. In der neuen Saison soll der Rechtsfuß die Mannschaft gemeinsam mit Ramos von hinten heraus anführen. Als Ersatz für Marquinhos könnte Paris noch einen Neuzugang aus Portugal an Bord holen. PSG zeigt konkretes Interesse an Gonçalo Inácio von Sporting Lissabon. Die Pariser haben schon ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für den Portugiesen abgegeben. Aktuell ist noch unklar, ob Sporting verkaufsbereit ist. Die Lissabonner haben keinen Verkaufsdruck, weil Inácio noch bis 2026 unter Vertrag steht. Der Linksfuß könnte auch den linken Part in der Dreierkette übernehmen. Als linker Innenverteidiger ist aber zunächst ein anderer potenzieller Neuzugang fest eingeplant. Milan Skriniar ist das Wunschziel der Verantwortlichen bei PSG. Für den Leistungsträger von Inter Mailand müsste Paris aber tief in die Tasche greifen. Unter 70 Millionen Euro würde Inter den zweikampfstarken Slowaken nicht abgeben. Und eigentlich wollen die Nerazzurri mit dem 27-Jährigen verlängern. Skriniar will aber lieber zu Paris. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich beide Clubs noch einigen werden. Für Abdou Diallo geht das gleiche wie für Kehrer. Seit seinem Wechsel von Dortmund nach Paris 2019 ist der Franzose nur Ergänzungsspieler. In der letzten Saison hat Diallo 12 Spiele in der Liga gemacht. Und das, obwohl mit Ramos ein wichtiger Innenverteidiger lange ausgefallen ist. Diallos Einsatzzeiten könnten noch weniger werden, wenn Presnel Kimpembe im Verein bleibt. Der Linksfuß ist seit Jahren in der Abwehrzentrale gesetzt. Weil Kimpembe aber immer für einen Fehler gut war, ist Paris bereit, ihn ziehen zu lassen. Großes Interesse zeigt der FC Chelsea. 60 bis 65 Millionen Euro würde der Nationalspieler kosten. Und Kimpembe kann sich einen Wechsel nach London gut vorstellen. Es bleibt aber noch abzuwarten, ob sich beide Vereine einigen können. Auf der rechten Seite ist Achraf Hakimi gesetzt. Der marokkanische Nationalspieler hat schon bei Borussia Dortmund bewiesen, dass er Ausdauer, Tempo und Offensivdrang mitbringt. Nach seinem Wechsel zu Inter Mailand war allen klar, dass Hakimi seine Qualitäten überall einbringen kann. Vor allem hinter Lionel Messi kommt das zur Geltung. Wenn der Megastar von der rechten Seite mit seinem starken linken Fuß nach innen zieht, öffnet sich für Hakimi eine Schleuse. In seiner ersten Saison bei PSG hat der 23-Jährige 4 Treffer erzielt und 6 Vorlagen gegeben. Absolut vorstellbar, dass er in der neuen Saison noch mehr Scorerpunkte anhäuft. Die krasse Entwicklung des Flügelverteidigers ist noch längst nicht abgeschlossen.
Hakimi muss aber weiter konstant Leistung zeigen, denn mit Nordi Mukiele hat Paris eine starke Alternative verpflichtet. Der Franzose ist für 15 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Mukiele hat eine unglaubliche Athletik und ist sowohl in der Innenverteidigung als auch auf rechts einsetzbar. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wird der 24-Jährige immer wieder gefragt sein. Weitere Optionen sind der aktuell am Kreuzband verletzte Timothée Pembélé und der 20-jährige Thiano Baldé. Die Youngster kehren von ihren Leihen bei Bordeaux und Le Havre zurück. Auf der linken Außenbahn ist Nuno Mendes gesetzt. Es ist erstaunlich, mit was für einer Ruhe am Ball der erst 20-Jährige agiert. Mendes ist im letzten Sommer leihweise von Sporting Lissabon gekommen und er hat sofort eingeschlagen. Der Linksfuß war auf Anhieb gesetzt und hat keinen Zweifel an der hohen Ablösesumme aufkommen lassen. Deshalb hat man in Paris auch keine Sekunde gezögert, den Nationalspieler für 40 Millionen Euro fest zu verpflichten. Der erste Vertreter für Mendes ist Juan Bernat. Nach einem Kreuzbandriss hat der ehemalige Bayern-Spieler lange gebraucht, um wieder fit zu werden. In der letzten Saison hat der Spanier deshalb nur 15 Spiele gemacht. In der neuen Saison will Bernat wieder häufiger auf dem Rasen stehen. Levan Kurzawa spielt sportlich keine Rolle mehr. Der Linksverteidiger darf bei einem passenden Angebot gehen. Im zentralen Mittelfeld ist Marco Verratti gesetzt. Der giftige Italiener ist ein absoluter Allrounder. In der Balleroberung gibt es im internationalen Vergleich wenig bessere Spieler. Deshalb ist der Box-to-Box-Spieler so wichtig. Verratti ist mit 1,65 Meter klein gewachsen und hat deshalb einen extrem tiefen Körperschwerpunkt. Das hilft ihm dabei, seine Zweikämpfe zu gewinnen. Auch sein Passspiel ist überdurchschnittlich gut. Für PSG agiert Verratti als lebenswichtiger Mittelfeldmotor. Der Platz neben dem italienischen Nationalspieler ist hart umstritten. Sollte Renato Sanchez vom OSC Lille in die Hauptstadt wechseln, wird er den Stammplatz bekommen. Eine Zusage von Sanchez hat PSG schon. Der 24-Jährige ist ähnlich laufstark wie Verratti. Sanchez bringt dabei einen stabileren Körper und mehr Wucht mit. Mit der feineren Klinge geht Vitinha zu Werke. 41,5 Millionen Euro hat Paris an Porto gezahlt, um den spielstarken Portugiesen unter Vertrag zu nehmen. Bis 2027 hat der Rechtsfuß unterschrieben. Sein kreativer Spielansatz kann Paris helfen, die starke Offensive einzusetzen. Auch wenn der Achter in der letzten Saison nur 5 Assists und 4 Tore geliefert hat. Etwas ins Hintertreffen gerückt sind Danilo Pereira und Idrissa Gueye. In der letzten Saison haben beide noch über 2000 Minuten in allen Wettbewerben gespielt. Künftig dürfte die Spielzeit deutlich weniger werden. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass die beiden Ü30er noch eine wichtige Rolle im Star-Ensemble von Paris einnehmen. Noch düsterer sieht es bei Ander Herrera, dem 29-jährigen Brasilianer Rafinha, Verkaufskandidat Leandro Paredes und dem Niederländer Jorginho Wijnaldum aus. Alle vier könnten PSG verlassen. Bei Paredes bahnt sich ein Wechsel zu Juventus Turin an. Wijnaldum könnte bald unter José Mourinho in Rom spielen. Außenseiterchancen auf Einsatzminuten darf sich allerdings Warren Zaïre-Emery ausrechnen. Der 16-Jährige hat von Galtier die Möglichkeit bekommen, sich in der Vorbereitung zu beweisen. Dabei hat sich der Sechser sehr zweikampfstark, mit ausgezeichneter Spielübersicht und sehr gutem Passspiel gezeigt. Vor wenigen Tagen hat Zaïre-Emery bis 2025 verlängert. Er ist ein Top-Talent aus der eigenen Akademie, auf das PSG in Zukunft bauen will. Die Offensive der Pariser sucht im internationalen Vergleich ihresgleichen. Eine Angriffsreihe mit mehr Star-Power kann man sich auch bei FIFA nicht zusammenbasteln. Lionel Messi wird auf der rechten Außenbahn das Spiel lenken. Der Argentinier geht bei PSG in seine zweite Saison und will nun allen beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Obwohl La Pulga 26 Scorerpunkte gesammelt hat, hat er die Erwartung noch nicht erfüllt. Mit einem Jahr Verzögerung will Messi nun an seine Tage beim FC Barcelona anknüpfen und die Champions League-Trophäe in die französische Hauptstadt holen. Mit dem Katalan hat sich Messi viermal zu Europas König gekrönt. Das fünfte Mal soll nun im Trikot der Pariser folgen. Auf der linken Seite treibt wie gewohnt Neymar sein Unwesen. Obwohl zuletzt Gerüchte aufgekommen sind, dass der amtierende französische Meister den Dribbelkünstler verkaufen will, sieht es jetzt nach einem Verbleib aus. Inzwischen ist Neymar 30 Jahre alt, von seiner Kreativität hat der Brasilianer aber nichts eingebüßt. Die nötige Reife sollte Neymar aber jetzt auch auf dem Platz zeigen. Regelmäßig flaxt er seine Gegenspieler und sorgt mit Skills für Begeisterung auf den Rängen. In der Königsklasse ist Neymar in der letzten Saison jedoch ohne Tor geblieben. Das muss sich ändern, wenn PSG diesen Wettbewerb endlich für sich entscheiden will. Im Sturmzentrum ist mit Kylian Mbappé zu rechnen. Im Mai hat der Franzose seinen Vertrag bei PSG bis 2025 verlängert und Real Madrid eiskalt abserviert. Irre Zahlen geistern durchs Netz. Mbappé soll jetzt 50 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Dazu hat Paris den Superstar ein Handgeld in Höhe von 300 Millionen Euro gezahlt. Wie soll Mbappé diese Summen rechtfertigen? Für den 23-Jährigen ist das kaum möglich. Auf seinen Schultern wird ein hoher Druck lasten. Mbappé hat sich in den letzten Jahren einiges von Stars wie Ibrahimovic, Neymar, Ramos, Benzema, Pogba oder Messi im Verein und der Nationalelf abgeschaut. Der Topverdiener wird sich also nicht vom Druck unterkriegen lassen.
Hinter dem Trio stehen noch andere Offensivkräfte im Kader. Für den rechten Flügel wird Galtier mit Pablo Sarabia als Backup planen. In der letzten Saison hat der Spanier auf Leihbasis für Sporting gespielt. Nun wird der Messi den Rücken frei halten, wenn der Argentinier eine Pause braucht. Auf der linken Seite steht mit Arnaud Calimuendo ein Eigengewächs bereit. Der 20-Jährige ist gelernter Mittelstürmer, kann aber auch auf Außen eingesetzt werden. Letzte Saison hat der Youngster Spielpraxis beim RC Lens gesammelt. In der Ligue 1 hat er 12 Tore geschossen. In den Vorbereitungsspielen hat Calimuendo viel Spielzeit von Galtier bekommen. Interessant wird die Situation von Hugo Ekitike. PSG hat den Stürmer mit Kaufoption von Stade Reims ausgeliehen. Das Juwel hat sich für den Edelclub entschieden, obwohl zahlreiche andere Vereine Interesse gezeigt haben. Ekitike hätte auch bei den Bayern, in Dortmund, in Newcastle oder bei Real landen können. Ob der 1,90 Meter große Mittelstürmer oft spielt, bleibt abzuwarten. Gleich drei Superstars versperren ihm den Weg. Der 20-Jährige müsste eigentlich oft eingesetzt werden, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Mit seiner Körpergröße bringt er aber auch einen Vorteil, mit dem er Mbappé, Neymar und Messi voraus hat. Mit dem deutschen Nationalspieler Julian Draxler, dem Strafraumstürmer Mauro Icardi und Nachwuchsangreifer Kenny Nagera stehen drei weitere Spieler zur Wahl für Galtier. Aber gerade Draxler und Icardi stehen auch ganz oben auf der Verkaufsliste der Pariser. In den langfristigen Planungen des neuen Trainers spielen die beiden keine Rolle mehr. Das ist die Wunschelf von PSG. In der Defensive soll mit dem Rückkehrer Ramos und Neuzugängen eine neue Stabilität gefunden werden. Die wird auch dringend nötig sein, wenn es endlich mit einem internationalen Titel klappen soll. Im Mittelfeld soll eine neue Mischung aus körperlicher Robustheit, Tempo und Spielwitz Einzug halten. Und die Offensive? Die ist von den Namen her einfach unglaublich. Wenn Messi, Neymar und Mbappé gut drauf sind und ihr Ego ein bisschen hinten anstellen, dann wird es für jede Abwehr dieser Welt verdammt schwierig, das Trio aufzuhalten. Das war unsere Kick-11-Wunschelf von PSG. Welcher Spieler fehlt den Franzosen eurer Meinung nach noch? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.